Während in den Sommermonaten wohl die meisten Salzburger an Erfrischung im kühlen Nass denken und viel weniger ans Heizen im Herbst und Winter, laufen jetzt im Heizkraftwerk Salzburg-Mitte schon wieder die Arbeiten auf Hochtouren. Genau im Sommer macht mein Team mit mir gemeinsam die Revision von unseren großen Anlagen und wir bereiten wieder alles vor, damit wir nachher in der Heizsaison im Winter, wenn wir die Anlagen verfügbar machen müssen, wieder alles bereit haben und da ohne Störungen im besten Fall alles einsetzen können. Im Heizkraftwerk Mitte, das ist der größte Standort, wo wir die Fernwärmeversorgung für die Stadt Salzburg machen. Also das Fernwärmeverbundnetz bis nach Hallein wird damit Wärme versorgt. Wir erzeugen da herinnen Wasserdampf mit 80 Bar und 500 Grad. Das heißt, da ist relativ viel Energie drinnen. Arbeiten das nachher auf einer Dampfturbine ab und schicken es nachher über große Wärmetausche ins Fernwärmenetz aus. Das Fernwärmenetz selber ist nachher ein Heißwassernetz und somit werden nachher auch die Kunden mit Wärme versorgt. In diesem Sommer steht die Dampfturbinenrevision an. Da ist vom Generator der Läufer rausgekommen, der ist da gezogen worden, so sagen wir da dazu. Da werden auch die ganzen Isolierungen angeschaut, da wird überprüft, ob das richtig passt. Dafür muss erst die Dampfturbine abgedeckt werden. Anschließend folgt die Demontage der Abdeckungen. Rund 30 Leute arbeiten bei der Revision mit. Einer von ihnen ist Christopher Zauner. Er ist bereits seit 10 Jahren in den Heizkraftwerken der Salzburger AG tätig und arbeitet jetzt hier im Heizkraftwerk Salzburg-Mitte als Kraftwerkswärter. In der Heizperiode, die bei uns ja von September bis ungefähr Ende Mai geht, sind wir eigentlich für den reinen Betrieb vom Kraftwerk zuständig. Wir haben eigentlich den Wartendienst bei uns, sprich es ist drinnen wirklich rein nur der Betrieb. Wir haben unsere Rundgänge in unsere Schichtzeiten zum Durchführen. Zusätzlich haben wir natürlich auch die ganze Fernwärmeversorgung in der Warte. In den Sommermonaten, so wie es jetzt aktuell ist, machen wir die Revision zum größten Teil für unsere eigenen Anlagen. Mittels Hallenkran und viel Konzentration werden die Teile dann vorsichtig nach unten befördert. Einige Tage später wird dann der Läufer gezogen und auf etwaige Mängel kontrolliert. Nachdem der Läufer kontrolliert ist, müssen auch die Dampfventile genauestens überprüft werden, damit alles dicht ist und ein störungsfreier Betrieb stattfinden kann. Heute werden die ND-Überströmventile wieder auf die Dampfturbine aufgebaut. Die Ende-Überströmventile sind revidiert worden. Da ist dampfseitig und ölseitig neue Dichtung verbaut worden und überholt worden. Die Ventile kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Und die überholten Ventile werden jetzt heute wieder auf die Dampfturbine aufgesetzt. Die Überströmventile sind sehr schwer und es darf während der Montage weder Ventilsitz noch irgendwelche andere Bauteile verletzt werden. Das heißt, der Kranfahrer muss extrem konzentriert sein, wenn das auf die Dampfturbine aufgesetzt wird, dass sich nichts verkantet und dass alle Bauteile, die jetzt überholt worden sind, auch ganz geblieben sind. Dass man wieder ein Jahr oder 3 Jahre bis zur nächsten Revision ein funktionierendes Überströmventil haben. Die Herausforderungen sind eigentlich, dass wir natürlich gar nicht wissen, wie die Anlagen innen ausschauen. Wir haben einen gewissen Plan, den nehmen wir uns vor. Aber der Plan kann natürlich jeder anders ausschauen, weil wenn wir halt das Bauteil öffnen und feststellen, da ist ein größerer Schaden drauf, nachher müssen wir vielleicht mit Lieferzeiten rechnen und es kann sein, dass unsere ganze Revision verzögert wird oder die Mitarbeiter nachher halt auch intensiv arbeiten müssen und durch das dann das wieder alles behoben werden sollte. Bis jetzt liegt man hier im Heizkraftwerk gut im Zeitplan. Auch für nächstes Jahr steht hier für die optimale Versorgung der Kunden eine große Revision an. Für nächstes Jahr da haben wir überhaupt nur eine ganz große Action. Da ist dann die Gasturbinenrevision im HKW Mitte.
Das heißt, da wird die Gasturbine komplett in ihre Einzelteile zerlegt. Da kommt das Oberteil runter, da kommt auch der Generator raus. Und das wird dann sicher nur mehr eine spannende Geschichte für uns alle. Ja, wir liegen jetzt ganz gut im Zeitplan. Gerade bei der Dampfturbinenrevision sind wir sogar einen Tag vorne jetzt aktuell. Die Inbetriebnahme ist dann mit Ende August geplant. Das heißt, unser Ziel ist, wir lassen uns nur eine Woche Spielraum und möchten gerne mit 16. August fertig werden mit den ganzen großen Arbeiten, damit wir dann spätestens mit 1. September wieder voll in Betrieb gehen können. In vollem Betrieb und das störungsfrei und zuverlässig mit einer Brennstoffleistung von 260 Megawatt. Tägliche Kontrollrundgänge und Wartungsarbeiten der Kraftwerkstechniker sowie regelmäßige Revisionen sorgen dafür, dass es in der kalten Jahreszeit in Salzburgs Wohnungen schön warm wird. Während in den Sommermonaten wohl die meisten Salzburger an Erfrischung im kühlen Nass denken und viel weniger ans Heizen im Herbst und Winter, laufen jetzt im Heizkraftwerk Salzburg-Mitte schon wieder die Arbeiten auf Hochtouren. Genau im Sommer macht mein Team mit mir gemeinsam die Revision von unseren großen Anlagen und wir bereiten wieder alles vor, damit wir nachher in der Heizsaison im Winter, wenn wir die Anlagen verfügbar haben müssen, wieder alles bereit haben. Und da ohne Störungen im besten Fall alles sich einsetzen können. Im Heizkraftwerk Mitte, das ist der größte Standort, wo wir die Fernwärmeversorgung für die Stadt Salzburg machen. Also das Fernwärmeverbundnetz bis nach Hallein-Abe wird damit Wärme versorgt. Wir erzeugen da herinnen Wasserdampf mit 80 Bar und 500 Grad. Das heißt, da ist relativ viel Energie drinnen. Arbeiten das nachher auf einer Dampfturbine ab und schicken es nachher über große Wärmetausche ins Fernwärmenetz aus. Das Fernwärmenetz selber ist nachher ein Heißwassernetz und somit werden nachher die Kunden mit Wärme versorgt. In diesem Sommer steht die Dampfturbinenrevision an. Da ist vom Generator der Läufer rausgekommen, der ist da gezogen worden, so sagen wir da dazu. Da werden nachher die ganzen Isolierungen angeschaut, da wird überprüft, ob das richtig passt. Dafür muss erst die Dampfturbine abgedeckt werden. Anschließend folgt die Demontage der Abdeckungen. Rund 30 Leute arbeiten bei der Revision mit. Einer von ihnen ist Christopher Zauner. Er ist bereits seit 10 Jahren in den Heizkraftwerken der Salzburger AG tätig und arbeitet jetzt hier im Heizkraftwerk Salzburg-Mitte als Kraftwerkswärter. In der Heizperiode, die bei uns ja von September bis ungefähr Ende Mai geht, sind wir eigentlich für den reinen Betrieb vom Kraftwerk zuständig. Wir haben eigentlich den Wartendienst bei uns, sprich es ist drinnen wirklich rein nur der Betrieb. Wir haben unsere Rundgänge in unsere Schichtzeiten zum Durchführen. Zusätzlich haben wir natürlich auch die ganze Fernwärmeversorgung in der Warte.
In den Sommermonaten, so wie es jetzt aktuell ist, machen wir die Revision zum größten Teil für unsere eigenen Anlagen. Mittels Hallenkran und viel Konzentration werden die Teile dann vorsichtig nach unten befördert. Einige Tage später wird dann der Läufer gezogen und auf etwaige Mängel kontrolliert. Nachdem der Läufer kontrolliert ist, müssen auch die Dampfventile genauestens überprüft werden, damit alles dicht ist und ein störungsfreier Betrieb stattfinden kann. Heute werden die ND-Überströmventile wieder auf die Dampfturbine aufgebaut. Die Ende-Überströmventile sind revidiert worden. Da ist dampfseitig und ölseitig neue Dichtung verbaut worden und überholt worden. Die Ventile kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Und die überholten Ventile werden jetzt heute wieder auf die Dampfturbine aufgesetzt. Die Überströmventile sind sehr schwer und es darf während der Montage weder Ventilsitz noch irgendwelche andere Bauteile verletzt werden. Das heißt, der Kranfahrer muss extrem konzentriert sein, wenn das auf die Dampfturbine aufgesetzt wird, dass sich nichts verkantet und dass alle Bauteile, die jetzt überholt worden sind, auch ganz geblieben sind, dass man wieder ein Jahr oder drei Jahre bis zur nächsten Revision ein funktionierendes Überströmventil haben. Die Herausforderungen sind eigentlich, dass wir natürlich gar nicht wissen, wie die Anlagen innen ausschauen. Wir haben einen gewissen Plan, den nehmen wir uns vor. Aber der Plan kann natürlich jeder anders ausschauen, weil wenn wir halt das Bauteil öffnen und feststellen, da ist ein größerer Schaden drauf, nachher müssen wir vielleicht mit Lieferzeiten rechnen und es kann sein, dass unsere ganze Revision verzögert wird oder die Mitarbeiter nachher halt auch intensiv arbeiten müssen und durch das dann das wieder alles behoben werden sollte. Bis jetzt liegt man hier im Heizkraftwerk gut im Zeitplan. Auch für nächstes Jahr steht hier für die optimale Versorgung der Kunden eine große Revision an. Für nächstes Jahr da haben wir überhaupt nur eine ganz große Action. Da ist dann die Gasturbinenrevision im HKW Mitte. Das heißt, da wird die Gasturbine komplett in ihre Einzelteile zerlegt. Da kommt das Oberteil runter, da kommt auch der Generator raus. Und das wird dann sicher nur mehr eine spannende Geschichte für uns alle. Wir liegen jetzt ganz gut im Zeitplan. Gerade bei der Dampfturbinenrevision sind wir sogar einen Tag vorne jetzt aktuell. Die Inbetriebnahme ist dann mit Ende August geplant. Das heißt, unser Ziel ist, wir lassen uns nur eine Woche Spielraum und möchten gerne mit 16. August fertig werden mit den ganzen großen Arbeiten, damit wir dann spätestens mit 1. September wieder voll in Betrieb gehen können. In vollem Betrieb und das störungsfrei und zuverlässig mit einer Brennstoffleistung von 260 Megawatt. Tägliche Kontrollrundgänge und Wartungsarbeiten der Kraftwerkstechniker sowie regelmäßige Revisionen sorgen dafür, dass es in der kalten Jahreszeit in Salzburgs Wohnungen schön warm wird.